war das schon mal? Also ich war schon mit zwei dabei. Bei zwei Lesungen war ich schon dabei. Ach, hier, okay. Zumindest ein Problem. Den Herrn Professor Julius Müller. Da ist mir der Sohn bekannt, das ist der ehemalige Bürgermeister von Wiener Neustadt. Ja. Wenn ich liebe Grüße an ihn mitschicke. Ich sag's ihm zuverlässig. In Zeiten wie diesen. Und den Herrn Oliver Schmidtbauer. Den habe ich noch nicht gekannt, aber er ist auch am Magistrat in Wiener Neustadt beschäftigt. Und wenn Sie ein Strafmandat haben, ist er der richtige Ansprechpartner. Habe ich gehört. In Wiener Neustadt. Ja, das Thema ist Heiteres von Diesseits und Jenseits. Im Diesseits gibt es ja auch in der Politik immer wieder Heiteres. Da werden wir schauen, ob wir vielleicht Ähnlichkeiten finden. Im Jenseits, das wissen wir noch nicht, aber das wird uns der Herr Professor Müller vielleicht näher bringen. Ja. Aber kann, nicht zu nahe. Es kann vielleicht dann Freude darauf bereiten, dass man leichter von der Welt einmal scheidet. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Danke. Bevor uns die Musik das erste Stück spielt, oder während die Musik das erste Stück spielt, wird ein Korb mit Gedichten als lieben Gruß in der Neustadt durchgegeben. Jeder darf sich ein Gedicht ziehen. Es sind lauter verschiedene von der Frau Birkauer und an Sie. Sie kennen, sie wurde am 16. Mai 1924 in Wismar geboren, sie wird heuer 93, daher, ging in Hollendon zur Schule und kam später nach Trautenbach am Wechsel zu einer sächsischen Familie als Haushaltshilfe, übersiedelte nach den ersten Bombenangriffen ins Vogtland nach Sachsen, kam nach dem Krieg wieder zurück, arbeitete in der Luftfahrtfabrik und wohnt seit 1945 in Wiener Neustadt. Sie begann erst im Alter von 50 Jahre aufgrund einer Wette zu dichten. Und vor mehr als 23 Jahren habe ich sie bei einem Chorkonzert in Wöllersdorf entdeckt, habe mich in sie verliebt, mit lieben Freunden und Kollegen ein Buch herausgegeben, mit einem Kollegen von der Pädagogin Baden, dem Peter Glatzl, den sehr viele kennen, der hat eine DVD dazu gemacht, gibt es auch. Und das Buch war nach kurzer Zeit vergriffen. Heuer im Jänner hat der Kral Verlag beschlossen, eine Neuauflage herauszugeben und die dürfen wir Ihnen jetzt vorstellen. Und ja, das war es auch schon von meiner Seite und freuen Sie sich jetzt mit mir auf die Frau Birkauer. Wir beginnen mit dem ersten Gedicht, nachdem wir in der Stadtbibliothek sind, gibt es sicher auch Bände von Goethe. Und das erste Gedicht heißt Der Goethe und ich. Er wird mir's verzeihen. Er wird mir's verzeihen, Herr Goethe, dass ich mit der Arbeit zugeschläge. So, geht schon los, ja? Wo habe ich den Text? Im Kopf. Im Kopf? Im Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie du? Tust mir du so fliehen? So fliehen, ach ja. Wir tanzen auch. Seit ich ein wenig reimen kann, schaue ich den Goethe anders an, den laubumkränzten Dichterfürsten, als die, die heute noch Lorbeeren dürsten, wo jedem ein Diktiergerät und sonst was zur Verfügung steht. Der Goethe, halt das. Ja. Der Goethe hat alles händisch geschrieben. Was war er jetzt immer blieb? Der hat so gemacht, wie er heute noch ich. Deswegen hat er meine Sympathie. Und fleißig ist er auch gut gewesen. Was gibt's für den nicht alles zum Lesen? Das freilich habe ich auch entdeckt. Für ihn gibt's nichts im Dialekt.
Zumindest, mir ist nichts bekannt. Denn, klarerweise, liegt es auf der Hand. In Mundart schreiben ist viel schwerer. Das lernt einem in der Schule kein Lehrer. So geht's mir. Beim Reimen, glaubt's mir's, liebe Leute, ist man vor Missgriff nie gefeit, wenn man so praktiziert wie ich. Ich setz mich ja nicht dazu hin und lass meine Arbeit liegen und stehen. Nein, nein, bei mir muss es nebenbei gehen. Da kann es natürlich dann passieren, weil es geht zwiefach, braucht mein Hirn, weil ich mich auf einen Reim versteife, dass ich ins falsche Fassel greife und Zucker anstatt Salz erwische. Dann steht die Suppe süß am Tisch. Was ich natürlich sehr bedauere. Meine Mau, weil es ihm nicht schmeckt, ist sauer und froh, dass ich nicht alle da beim Suppen kochen, reimen mag. Und in der Küche etwa gar noch das Rotzengift da aufgehoben. Da bin ich selber gerade so froh. Und stand das sicher nicht mehr so. Meine Freundin ist vorigen Montag gestürzt, kriegt einen Anruf, die Frau Biribau ist im Spital. Ich habe die ärgsten Befürchtungen gehabt. Sie kam am Abend, aber dann wieder retour. Und auf die Frage, was ist es mit der Lesung, sagt sie, naja, ich bin aufs Knie gefallen und nicht am Mund. Es geht ja auch ums Leben. Und das nächste Gedicht handelt von Menschen und was der Mensch alles hat, was der Mensch alles hat. In meiner Sprache. Wo habe ich das? Und komm? Ja. Was der Mensch alles hat. Der Mensch hat einen Kopf, fürs Hirn einen Topf. Maucher hat ein Bier. Ohne Hirn. Der Mensch hat einen Hals und durch den schluckt er alles. Und der dranhängt, der Magen muss vertragen. Was hat er denn noch? Der Mensch, das ist gut, hat auch Pumpen fürs Blut. Auch für die Freude und für den Schmerz braucht das Herz. Und der Mensch könnte nicht leben, der sein Bloßbald nicht geben. Und kein Lied war gesungen an den Lungen. Der Mensch, weil er isst, das Trinken auch nicht vergisst. Deswegen hat er halt auch einen Bau. Was hat er denn noch? Der Mensch ist ein erstaunter Mensch, wenn er was schafft. Dazu braucht er Geist und dazu braucht er Kraft. Und von Anfang bis zu seinem Ende, seine Hände. Was hat die gehen los, man lesen. Der Mensch und Federer hat noch mehr erwähnt. Wo er zu Fuß hingehen muss, muss er dennoch auch gehen. Schon deswegen, wenn ich das schließe oder fies. Und der Mensch hat das Werkzeug, sich zu vermehren. Wie er das handhaben muss, braucht es keine Erklärung. Das war es auch der mit der Birne ohne Hirn. Und Neuigkeit? Die Neuigkeit? Ja, Jesus, ja. Die Neigkeit. Weißt du, was Neiges? Ich sag das geschwind. Ich
bei Gräserkrieg der Kind. Mein Gott, wie hat die heulich da? Da siehst du es, sowas kommt davon. Und wie mein Herr ist gar nicht gewiss, wer von dein Kind der Vater ist. Von wem ist hab? Von der Marie. Weil es weiß, dass ich verschwiegen bin. Ich beißet mir die Zunge noch, bevor ich sowas weitertrage. Dir sage ich nur, weil ich ja weiß, du bist aufs Trotschen auch nichts heiß. Die Zilli, die weicht mir schon noch ein, weil die könnte sonst beleidigt sein. Bei der war es noch aus und gar, weil mir wird schon offenbar. Und dann wirst du sehen, wie es gatschen bleibt. Weil das ja die Leute am meisten gefreut. So gerne reden, wenn es andere trifft. Das ist, was mir die Leute so gibt. Es hätte jeder zu gehören vor seiner Tür. Nur sind halt die Leute nicht so wie mir. Wie beispielsweise du und ich. Und wie die Zilli und Marie. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich gar so traurig bin, dass ich gar so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht auf den Sinn, Sinn. Gut munkelt und so gut fließt der Wein, das gute Loch hinein. Und die Gipfel des Berges funkeln im Abendsonnenschein. Und die Luft ist kühl und dunkel und nimmt es gut munkelt und so gut fließt der Wein durch das gute Loch hinein. Und die Gipfel des Berges funkeln im Abendsonnenschein. Die schönste aller Jungfrauen sitzen ein und oben auf der Höhe, ein und oben auf der Höhe. Ihr goldenes Geschmeide blitzt, sie kämmt sich ihr goldenes Haar, Haar, Haar. Und mit einem rostigen Kamm tanzt die Ruppen zusammen. Und sie singt ein Lied dabei von der schönen Lorelei. Das hat eine wundersame Gewalt. Die Rotten zusammen und sie sind ein Lied dabei von der schönen Lorelei. Das ist eine wunderbare, gewaltige Melodie. Der Schiffer auf seinen Kanne, dem ergreift's mit wildem Weh, den ergreift's mit wildem Weh. Er schaut nicht auf die Bahne, er schaut nur auf für die Hecke. Und da was auf den Schatten stürzt noch wie Kahn. Und der Schiff ist ertrunken, weil der Kahn ist so wie gesunken. Ja, was hat denn da so ein Lacke? Das Schiff ist ertrunken, weil der Kahn ist so wie gesunken. Ja, was hat denn so eine Lacke auf eine Jungfrau auf die Tür?
unglaubliche Geschichte. Du siehst jetzt auch. Passiert ist irgendwo in Bern in einer großen Mietskaserne. Zwei Männer waren beteiligt dran. Der eine war ein Muselmann mit schwarzen Ohren und ein wenig kleiner als der Größere, der Werner. Der, und das gehört jetzt auch noch gesagt, wohnt eben klein im ersten Stock. Wie zu den Juliwochenenden haben sie den zwar nur flüchtig kennt. Da haben sie dann einen Zusammenstoß im Stirnhaus gehabt. Ganz kurios. Der Kleine putzt am Gang gerade die Schuhe. Der Große hat einen Haufen Besuch, der ihm zum 40er gratuliert. Und wo Geburtstag gefeiert wird, geht's nicht ohne Alkohol. So hört man's Prost schreien und zum Wohl. Auch Happy Birthday hört man singen. Und weil Gratulanten auch was bringen, haben seine Freunde weitergedacht. Die haben ihm Ski und Skischuhe geschenkt, was er erfreut entgegennimmt. Der nächste Winter kommt bestimmt. Nur falls ihm in sein Dusel zart, dass er bis zum Winter wart. Er rüstet sich skifahrmäßig aus, ist also draußen im Stiegenhaus, fährt auf der Treppe mit Hallo, wir auf einer Piste noch. Nur drunter Geschichte an ein kleines Malheur. Der Schuhputzer kommt ihm da quer. Den hat er halt ein wenig lediert. Dem Besoffenen ist nichts passiert. Der türkische Mann hat türkisch geflucht, kommt ins Spital, wird untersucht und kommt nicht heim. Der Übeltäter möchte ihn besuchen, zwei Tage später. Fragt, wie es dem Ali Üsük geht und hört, da kommt es leider zu spät. Erschrocken meint er, lebt er nicht mehr? Die Antwort darauf war fast noch schlimmer. Den haben sie nach Gugging transportiert, weil, wie wird das weiter? Wird das psychiatriert? Was? Psychiatriert wieder. Was war? Psychiatriert. Gugging transportiert. Dort wird er jetzt psychiatriert. Weil nach dem Unfallhergang gefragt hat er allebei wieder gesagt, ich putze den Schuh von meiner Tür im Stiegenhaus. Nichts denken mir. Plötzlich kommt großes Mann mit Ski von erster Stock. Fahrt über mich. Das gibt es ja nicht. Der muss ja spinnen. Darum haben wir es doch nicht brauchen können. Der Wiener, der die Wahrheit kennt, sagt, Servus Nerz, den hat es der Wein. Und weiter denkt er, oh, mein Kleiner, was dir passiert ist, die hat er keine. Schau jetzt das goldene Wiener Herz. Er lenkt die Schritte guckingwärts, befreit den Türken, sagt, wie es war. Seither sind es gute Freunde zwar. So hat man es mir erzählt, die Geschichte. Glauben Sie, das es wahr ist? Oder ich glaube es nicht. Verstehen. Die Frau Birrenbauer verabschiedet sich jetzt. Vorläufig. Das Gedicht wird immer wieder gewünscht. Das ist die Geschichte von den zwei Freundinnen, wo eine Freundschaft auch ihr rühmliches, unrühmliches Ende findet. Aber der kommt wieder. Oh ja, dann sind wir fertig. Vorläufig. Vorläufig. Die zwei Freundinnen. Also die zwei Freundinnen. Dann werden wir schauen. Ja, danke.
passiert ist, also die zwei Freundinnen. Ah, ja, bist es wirklich? Was sagst du? Ja, bist es wirklich? Ah ja, das haben wir ja zwei. Da muss ich zwei sein. Ja, bist es wirklich? Grüß dich, Anna. Na, so ein Zufall. Danke, Stefan. Du, Susanna, dass wir uns treffen. So frei. Komm, nutz mir die Gelegenheit. Ich lade dich ein auf einen Kaffee. Fein. Mir dann eh schon die Füße zu weh. Ein Plauderstündel war nicht zuwider. Ich setz mich gerne ein wenig nieder. Außerdem brauche ich die Wochen, weil ich allein bin, nicht viel gehabt. Mein Mann ist nämlich ins Spital. Oje, was fehlt ihm denn dein Herr Gemahl? Fehlt nur dem nichts. Wenn man so will, hat er sogar ein Stückchen zu viel. Das interessiert mich. Seine Bäs, was für Stickel waren das? Da fragst du noch, leicht ihm das nicht ein? Da blinkt er mich, was sonst soll es sein? Er hat ihm meistens in der Nacht die längste Zeit schon Mandel gemacht. Dann kehrt er raus. Andererseits ist auch ein Blinder am Reiz, ein Reiz. Und wenn es dein Mann jetzt operieren, wird er an und den verlieren. Noch ist er gut geworden. Sehr witzig. Und wie geht's deinem Mann? Ich danke der Nachfrage. Der ist gesund. Der hält sich fit durch unseren Hund, weil er ja einen Auslauf braucht, muss er rennen, dass er faucht. Er neigt ein wenig zur Korpulenz. Der Hund? Na, du stellst Fragen. Mein Mann, der Renz. Wie du? Was man recht deutlich sieht, du leidst auch unter lieber Gewicht. War gut, du rennst auch ein wenig schon, das ist er sicher nicht. Dem könnt ihr sich entgegenhalten, dafür hast du im Gesicht mehr Falten. Nur tu es nicht. Ich bin ja fein. Das weißt du nie, wirst es nie sein. Doch immer noch in Streiten kommen, sucht man uns ein anderes Thema. Hat euch eine Tochter maturiert? Und dann hat sie Jus studiert, ist auch verheiratet. Seit Mai hat sie mit ihrem Mann zusammen Kanzlei. Und euer Bub, was macht denn der? Ja, der ist Hoch- und Tiefbauingenieur. Selbstverständlich mit Diplom. Da muss man eher da was haben. Dann kratzt er mir sein Vater noch. Weil du warst in der Schule recht schwach. Brauchst nicht glauben, ich hätte es vergessen. Wir sind nicht aneinander gesessen. Dass du mich angeschrien hast von mir. Und dann so falsch war wie bei dir. Du hast mich strenger zensuriert. Du warst schon immer raffiniert. Und auch dein Busen war schon größer. So was verwirrt auch ein Professor. Wo war er? Du warst ja gar nicht so gescheit. Du warst auch nicht gar so gescheit. Aber dir redet ja der Bure nicht. Du bist und bleibst, wie es gewesen bist. Suchst mit allen Gehaltern zwischen. Nur hast du da bei mir keine Chance. Angriere Nocken. Plädigans? Was? Du sagst Plädigans zu mir? Das lasse ich mir nicht gefallen von dir. Das reicht mir jetzt. Viel Gold, ich gehe. Ich auch. Ich pfeife deinen Kaffee, den kann ich mir noch selber zahlen. Lass mir auch von dir nichts gefallen. Oh, so ein Treffen ist eine Freude. Das reicht mir wieder für eine Zeit. Falls ich dich wieder wo begegne, will ich dich bestimmt nicht sehen. Wenn ich nicht sehe, brauche ich nicht grüßen. So hätte ich es heute schon machen müssen. Ja, hinten nach ist man halbwegs gescheiter. So war es bei dir schon immer. Leider. Muslos gingen sie auseinander. Geben sie nimmer mehr die Hand. Und die Moral von der Geschichte, die wahre Freundschaft, ist das nicht.
Danke.